Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Bildet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Und ja, ihr seht den Mann der Stunde schon vor euch stehen, der Herr Müller. Um den geht's heute. Denn der hat mich bei der letzten Folge ziemlich viel Nerven gekostet, wie wir hier sehen. Der hat eine wunderschöne Einflugssteiße hier reingemacht. Das geht keine Kuhhaut. Herr Müller. Herr Blum. Warum machen Sie sowas, Herr Müller? Ich dachte, mach ein bisschen mehr, das hast du immer gern gesehen. Ein bisschen mehr, ein bisschen mitdenken, das ist doch immer schön, wenn man das macht. Ja, schon. Herr Müller, mitdenken, ein bisschen mehr. Das ist alles richtig. Aber können Sie sich noch daran erinnern, als ich, bevor Sie angefangen haben heute, zu Ihnen gesagt habe, das Gerät bitte nicht auf dem Gras senken? Das habe ich nicht verstanden. Da habe ich genüschelt, oder was? Ich habe das nicht verstanden. Ich spreche so undeutlich. Könnte daran liegen, ja. Jetzt kommen sie mir noch so. Jetzt werden sie nur noch unverschämt, Herr Müller. Aber darf ich jetzt mal mit dem Gelben fahren? Nein. Herr Müller? Ja? Sie können mir erstmal eins verraten. Wo haben Sie denn... Was ist denn das? Mit Palette. Okay. Okay, interessant. Herr Müller, passen Sie auf, wo haben Sie denn das Fahrzeug, als Sie den Fendt mit der Spritze vom Herrn Althaus hingestellt? Doch bei der, die Schweine waren dort, da habe ich ihn hingestellt, die weißen Schweine. Wie, weiße Schweine? Der hat doch so ein Gehege, wo die weißen Schweine drin sind. Ah, okay. Denn da haben sie es hingestellt, oder was? Ja, dort steht das Teil. Ah ja. Bin zurückgefahren, habe es hingestellt. Okay. Okay, Herr Müller. Ja. Dann waren Sie schon mal beim Herrn Schneegans? Nein. Passen Sie auf, Herr Müller. Ich kann nicht schmeckern, Sie haben schon gute Arbeit gemacht. Das mit der Wiese ist halt, naja, ist komplett verkehrt gelaufen, aber okay. Ja, aber sehen Sie doch positiv. Sie können jetzt, wenn Sie von der Straße hier kommen, so, bin jetzt ein Auto oder ein Traktor, und dann können Sie einfach hier runterfahren. Dann müssen Sie nicht mehr den langen Weg nehmen, können Sie einfach hier runterfahren. Sie müssen immer das Große und Ganze sehen, Herr Blum. Herr Müller. Sie mir nicht zu, Herr Müller. Passen Sie auf. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich mache jetzt einfach Wus an, ne? Ich war auf Kur, bin Pazifist und alles, ne? Herr Müller. Also sehen Sie das Große und Ganze jetzt? Ja. Herr Müller, ich gebe Ihnen einen Tipp. Der Herr braucht auch immer Arbeit und sucht immer qualifizierte Leute. Und ich kann ja echt nicht meckern, wie gesagt. Ne? War abgesehen, aber gut, das haben wir gerade durchgekaut. Gehen Sie da einfach mal zum Herrn Schneegans. Der braucht immer Hilfe und der muss vielleicht auch mal irgendwas gepflügt werden oder etwas geerntet werden oder weiß der Geier was. Auf jeden Fall braucht er echt dringend Hilfe. Und lassen Sie sich, Herr Müller, lassen Sie sich nicht abwimmeln. Der ist manchmal ein bisschen so, den muss man zur Hilfe zwingen. Lassen Sie sich nicht abwimmeln. Müssen den richtig am Arsch kleben. Richtig penetrant. Okay. Kriegen Sie es hin? Ja. Das ist gut. Er hat mir auch schon angerufen und gesagt, soll einen Traktor mitbringen mit Schriegel, das würde jetzt perfekt aufgehen. Vergessen Sie es. Diesen Traktor jetzt. Vergessen Sie es. Weiß jetzt schon, wie der Schlüssel ist deswegen genau in meiner Hosentasche gelandet und nicht in Ihrer. Darf ich mit dem Gelben gehen? Mit gar keinem von beiden. Warte. Ja, dann gehe ich mal, wie soll ich dorthin? Können Sie mich dorthin bringen? Sonst muss ich wieder laufen. Herr Müller, jeder Gang macht Schlank. Sie sind fit. Okay. Ja, ich versuche mal. Und sonst komme ich wieder zu Ihnen und arbeite bei Ihnen weiter. Wir haben heute geschlossene Gesellschaft, das wird heute nicht mehr. Okay. Gut. Also, wenn Sie Fachpersonal brauchen, dann einfach anrufen. Ich komme sofort. Alles klar, ich rufe Sie auch mit fremden Traktor. Auch mit meinem Traktor komme ich sofort. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Okay, ist gut, dann bis später. Machen Sie es gut, Herr Müller. Ja, danke. Finger weg! Nicht! Der ist abgeschlossen. Mhm. Der ist auch abgeschlossen. Genau, immer der Straße nach. Gucken Sie, Herr Müller. Ja. Hier. Immer hier lang. So. Können Sie mich begleiten? Nein, ich bin sehr ängstlich alleine. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Pass auf, Sie machen jetzt Arme und Beine, bilden eine rotierte Scheibe und dann geht's los. Genau so. Links halten. Tschüss. Mach's gut. Links rum.
Ja, es ist richtig. Immer dem Geruch nach. Oh. Gottes Willen. Ich hasse Menschen. Unglaublich. Es ist nicht nur. Nein, ich mag Menschen. Leute, ich mag Menschen. Aber. Nee. Der hat mich jetzt echt mal kurz Nerven gekostet. So. Jetzt fahren wir das Ding wieder weg. Unsere Wiese hier ist echt zerrammelt. Na, immer noch ein bisschen fassungslos, aber okay. Aber okay. Wir sammeln uns. Wir sammeln unsere innere Mitte. Sortieren uns kurz. Stellen das kurz hier rein. So. Gottes Willen. Nee. Nicht in Worte zu fassen, der Kerl. Aber es macht halt immer wieder Laune. So was. Ich bin den 1300 drauf gebucht. Okay. Warum liegt da Stroh? Wartet. Alle warum fragen, fragen wir halt auch mal, ob da, warum da was liegt. So. Aber okay. Der Tiburinus, der hat mich echt Nerven gekostet gerade. Aber wirklich Nerven gekostet. Das geht auf keine Kuhhaut. So, kann man nur hoffen, dass wir dann einen fähigen Illumin-Mitarbeiter bekommen, der einen nicht so viel Nerven kostet. Gut, dann werden wir den Anhängerzug einfach gleich mal herstellen. Das nämlich erstmal geerntet werden. So. Und jetzt müssen wir mal. Der Unternehmer ist gar nicht zugegen, verdammte Axt. Der Unternehmer ist gar nicht zugegen. Schade, schade, schade. Aber gut. Müssen wir schauen. Ich. So, dann werden wir jetzt erst einmal die Paletten laden und dann versuchen, den Unternehmer so schnell wie möglich zu erreichen, denn wir brauchen ja auch noch die Penunzen für unser, sag schon, für unser Zucker. So. Paletten haben wir zwar ein bisschen suboptimal hingestellt, aber gut, was soll's. Wenn wir die halt so aufladen. Rufen wir den Klemmer ein. Andersen, ja moin. Hallo, Herr Andersen. Oh, Herr Andersen, geht's Ihnen gut? Nee, nicht so wirklich. Wieso? Ja, Sie klingen gerade ein bisschen geknickt. Nee, ich bin nur ein bisschen kränklich. Ach so. Oh, naja, dann gute Besserung, hey. Aber ja, Herr Andersen, ja. Warum Sie anrufe? Ja. Ich habe sie ja nochmal beliefert mit Rübenschnitzel. Das waren jetzt, also alle Rübenschnitzel sind jetzt bei Ihnen, die restlichen von mir. Okay. Das wären in der Summe dann nochmal 121.264 Liter. 121.264. Genau. Alles klar, ich gucke nochmal am Preis. 870 die 1000 Liter. Ja. Jetzt ist der schon wieder hier. Oh, Herr Andersen, brauchen Sie einen Gehilfen? Keinen, den du mir geben könntest. Sagt Ihnen Müller was? Nein. Nicht? Du kriegst dann 63.300 von mir. Ja. Nehme ich. Alles klar, kriegst du. Ja, super, Herr Andersen. Können Sie mir noch sagen, wo ich dann Wolle hinliefern könnte? Warte mal kurz, ich muss jetzt das eine fertig machen. Ja, kein Problem. So, Wolle in Paletten. Ja, genau.
Hatte ich dir das nicht schon gesagt? Ich glaube nicht. Soll's vielleicht hoch ins Gewerbegebiet? In das Kleine? In die Spinnerei bei Überfeld 28. Okay. Da, wo mein Johnny mal rumsteht. Alles klar, weiß ich Bescheid. Wenn da alles so weit wie es geht reinschmeißen, wenn was überbleiben sollte, was ja nicht reinpasst, dann kannst du es hier, dann kannst du es oben bei Feld 13 ins Palettenlager, Quatsch, Feld 13 okay, ins Gewerbegebiet, Mensch. Alles klar, nee, da weiß ich Bescheid. Ne, alles klar. Alles klar, vielen Dank, Herr Andersen. Jo, ciao. Ciao. Ja, gut, da können wir das schon mal zur... Okay, also Geld wächst, meine Lieben. Geld wächst zum Bauen. Das ist sehr vom Vorteil. So, jetzt werden wir hier nochmal... Warte mal, der... Lieber Gott, gib mir Kraft. Hallo, Herr Müller. Herr Müller? Herr Müller! Sag mal, haben Sie Klebstoff gefressen? Herr Müller? Hallo? Ja? Ah, ja, jetzt, ja, ja. Mhm. Ich war noch geistig mit mir beschäftigt, war noch, sozusagen, geistig abwesend. Aha! Aber jetzt bin ich da. Ich muss Ihnen mitteilen, ich war mit Herrn Schneegans und da hat gesagt, er ist am Hof aufräumen. Und hat noch einen LU-Mitarbeiter beschäftigt und der braucht keinen. Ich ja. Und okay, dann bin ich zurückgelaufen und dann hat es geheißen, Helfer I hat die Arbeit außerplanmäßig beendet, Ziel nicht erreichbar. Aha, okay. Herr Müller, warten Sie einen kleinen Moment, ne? Rennen Sie nicht weg, bleiben Sie kurz da, ich muss kurz telefonieren. Schneegans, hallo? Hallo, Herr Schneegans. Hallo. Herr Schneegans? Ja. Kannst du den Müller bei dir aufnehmen? Nein, ich habe ihn gerade weggeschickt. Bitte nimm den. Nein, warum? Bitte nimm den. Ich brauche hier niemanden, mein Feld ist fertig. Ich bin ja auch immer aufräumen, das stört mich nur. Was weiß ich, dann stell eine Ecke in der Ecke, gib mir einen Blumenstrauß zum Halten. Was weiß ich, gib den eine Aufgabe, dass er bei mir verschwindet. Ich brauche den nicht. Ja, dann schick ihn doch weg. Den, oh, hab ich doch schon zu dir. Ja, nö, ich hab gesagt, ich hab wirklich nichts zu tun für ihn. Ich bin ja gerade am Maschinen sauber machen. Ach, echt nicht? Nope. Ach, verdammt. Okay. Ja. Ich habe mir einen neuen Ladewagen gekauft, ey. Oh, das ist gut. Hast du Arbeit mit dem Ladewagen? Nein. Oh. Echt nicht? Wenn du bei mir... Nee, ein Dreiachser Pöttinger mit Silagefunktion. War das dein Gehilfe, der da mit der Palette vorne auf der Gabel losgezogen ist? Ja. Unglaublich. Wieso? Na, es sah wieder sehr kurios aus. Hey, wieso? Das war das Silagemittel dafür. Ja, nee, aber wie dein Kollege da gefahren ist. Achso, ja, der hat immer ein bisschen komische Anweisen. Hast du schon mal gefragt, ob der trinkt? Ja. Ja, macht er nicht. Oder ja, doch. Maßen? Reichlich. Wasser, okay. Wasser halt. Achso, ja gut, na, dann passt. Und du willst den Müller echt nicht? Nee. Oh, okay. Was macht er denn bei dir? Ja, geht mir auf den Rettich. Alter, ich hab zu dem gesagt, der soll ein Feld striegeln und nicht die Wiese striegeln. So, was macht er da? Striegel das Feld und ein Streifen Wiese. Vor allem, solange er nicht dein, hier, weißt du, dein Feldweg striegelt oder so. Aber von der Wiese ist halt, ne, die Wiese ist halt nicht mehr, ne? Die ist platt, die ist weg. Die ist irgendwie ganz weg. Ja, macht er doch top Arbeit, oder was? Ja, deswegen dachte ich mir, schick zu dir. Ja, das ist ja nett von dir, dass du mir schaden willst. Nee, das nicht, aber ich wollte ja, einfach los. Nein, ich wusste doch, dass die Hütter nichts zu tun hast. Aber ich wollte loswerden. Ich hatte ihn schon mal hier. Ja, und? War gut. Und dann hat er einen Sekundenschlaf gehabt, der anscheinend eine halbe Stunde gedauert hat, weil er mir einmal quer durchs Feld gefahren ist und hat dann einen fetten Sparspur reingeballert. Nee, oder? Ja. Okay, da kann ich verstehen, warum. Jetzt rennt der, oh Gott sei Dank, der rennt weg. Oh. Schick ihn doch zum Ferse, der freut sich. Oh, das ist eine Idee. Gut. Ja. Super, ich danke dir. Die Wurzeln jetzt. Sir. Jo, ciao. Herr Müller! Okay, nee, gut. Ach, gut, nee, der ist weg. Kümmern wir uns nicht weiter drum. Der ist weg. Ach so, ich will ja nochmal. Ja, kann ich da. Fürs Lohnnehmen arbeiten. Ich will auch mal hinnehmen. So. Herr Müller, ich bekomme gerade einen Anruf rein. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo? Mino! Ja? Hier ist der MC Flower, grüß dich. Grüß dich.
Ich habe Informationen eventuell zu deinem Schlepper. Ja. Hast du weiße Schweine? Ich habe Schafe, ja. Der soll da irgendwo in der Nähe stehen. Ja, aber jetzt gerade erst. Also die Information habe ich vor 5 Minuten bekommen. Nachdem ich dann den Müller fortgeschickt habe, dann hing er mir wieder am Arsch. Und dann habe ich einen Schneegans angerufen, ob er ihn nicht vielleicht doch haben will. Gott sei Dank ist der Müller jetzt erstmal verschwunden. Ich hoffe, der kommt nicht so schnell wieder. Der wollte gerade zu mir, den habe ich auch erstmal weggeschickt wieder. Ach Gott sei Dank, bitte, der soll nicht wieder herkommen. Ich will den nicht. Ich will den echt nicht. Ja, ich mag zwar echt einen guten Kerl, aber ich will den nicht. Alter, wisst ihr, was er bei mir gemacht hat? Ich habe zu dem gesagt, der soll Feld striegeln. Ja. Ja, und was hat er gemacht? Wiese. Ein Streifen Wiese. Das gebe ich ganz weg. Das ist nicht gut. So, aber nee, also die Information, wie gesagt, also das ist so das, was ich habe. So, ja, irgendwie dort soll er stehen oder dort soll er ihn hingestellt haben. Ich schaue es mir gleich mal an. Okay, alles klar. Alles klar. Guti, mach's gut, ne? Jo, bis dann. Ciao. Ciao. Also der Müller, der kostet auf. Der Müller ist, ja. So, jetzt werden wir mal sehen, dass wir hier wenigstens noch ein bisschen Paletten geladen bekommen und die dann wegfahren können. Ist er noch gepfiffen? Ne, ich hab schon Hallus. Hab schon Hallus wegen dem Müller. Geht auf keine Kuhhaut. So. Paletten noch mit drauf hier. Perfekt. So. Ah, nee. Gut, der Klarstein ist ja wunderbar. Oh, scheiße, macht der. Ach so, nee. Ah, geht ja gar nicht auf Dings. Geht ja gar nicht auf Schwarz. Es ist ja. Es ist ja gar nicht zum Schwarz legen. Okay, perfekt. Wenigstens läuft das. Wenigstens läuft das. Ach nee. Ich will unbedingt noch die Wolle loswerden. Das ist wichtig. Na, geh doch drauf. Geh doch drauf. So. Der Lenzning, servus. Wie geht's? Wie steht's, mein Junge? Wie geht's? Wie steht's? So. Vielleicht sollten wir doch irgendwann mal über einen Stabler nachdenken. So, einmal. Ach. Herr Blum! Ist dir gerade ein Licht aufgegangen? Herr Müller, ja, könnte man so sagen. Wie kann Sind ich... Sie nicht der Hellste? Doch, doch. Ach, ah, okay. Darf ich diesen roten Traktor nehmen dort? Nein. Du müsst etwas arbeiten gehen. Ja, aber nicht mit meinen Maschinen. Diesen hier? Nein. Da kenne ich mich schon aus damit. Nee, Herr Müller, pass auf. Wenn Sie jemandem helfen wollen, wenn Sie Maschinen fahren wollen, Herr Müller, dann gehen Sie bitte zu Herrn Ferser und nehmen den seiner, aber nicht meine. Bitte. Ja, da muss ich auch hingehen, aber ich habe gesagt, soll ich schauen, ob ein Traktor rumsteht hier? Ja, aber nee, bei mir nicht. Die sind gleich alle in Benutzung. Der gelbe ist zum Abfahren da, den brauche ich hier zum Laden, den roten brauche ich dann zum Wegfahren. Nee, wird nichts. Aber noch, geht nicht, funktioniert aber nicht. Aber wenn ich hier mit dem roten wegfahren, steht der ja sinnlos rum, dann könnte ich den haben. Nee, der ist dann, nee, der muss dann auch Pause machen. Wissen Sie, es ist wie mit guten Mitarbeitern, die brauchen ein bisschen Pause zur Erholung. Da bekomme ich dann keine Pause. Die sind ja Gott sei Dank nicht bei mir angestellt. Okay.
Ich bewerbe mich jetzt beim örtlichen Lohnunternehmen, dann kann ich dort vielleicht auch gute Arbeit leisten. Mhm. Okay. Na, dann, Herr Müller! Dann müssen Sie, kommen Sie mit, ich zeige Ihnen, wo Sie hin müssen. Kommen Sie mit, Herr Müller. Passen Sie auf. Diesen Weg hier. Ja. Immer in diese Richtung dahinter. Und immer laufen. Wenn da mal Bahnschienen kommen, ne? Immer laufen. Gucken Sie nicht nach rechts oder links. Immer geradeaus, Herr Müller. Nein, ich muss in die andere Richtung. Nee, der Herr Ferser. Nee, da ist gesperrt. Achso, nee, was? Müssen Sie helfen bei meinem Ferser? Ja, der Herr Ferser hat gesagt, um Ihnen helfen. Da habe ich hier nach dem Traktor gesucht. Ja, okay, aber hier gibt es keinen Traktor. Hier nicht, aber auf Ihrem Hof. Nee, auf meinem Hof auch nicht. Okay, aber dann darf ich jetzt über Ihr Hof zurücklaufen und dort... Nee, kommen Sie mit. Kommen Sie mit, Herr Müller. Kommen Sie hier lang. Hier. Guck, guck. Bitte? Seien Sie noch nicht so. So. Herr Müller, gucken Sie. Hier, den Weg. Wo, mhm. Wo ist er denn jetzt? Wo sind Sie? Hier. Hier. Ja, ist in Ordnung. Den Weg, hier. Ne? Immer schön in Laufrichtung Marsch, ne? Okay, und Herr Blum. Ja? Vergessen Sie nicht, bitte nicht. Sie müssen immer das Große und Ganze sehen. Meine lieben YouTuber-Linus, wenn es euch gefallen hat, lasst da sehr gerne das Däumchen da, schreibt was Nettes in die Kommentare. Wenn es was gibt. Und in diesem Sinne, winke winke. Ach, tschüss. Tschüss.